Leute, es ist eine Woche vergangen, es ist jede Menge Scheiße passiert, aber egal. Unter anderem, seit dem letzten Clip habe ich ein Fass bestellt, ich glaube ein 60 Liter Fass. Das ist so eine große blaue Tonne mit einem oben einen richtig gescheiten Deckel, den du richtig schön verschließen kannst. Der hätte eigentlich gestern schon kommen sollen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er dann im Laufe der Woche noch kommt, heute ist Mittwoch. Ich bräuchte ihn am besten bis Freitag, weil am Samstag bin ich wieder hier. Aber jetzt mal was anderes. Wie gesagt, letzte Woche Mittwoch war ich das letzte Mal hier und da haben wir das mit dem Kompressor gebaut. Und jetzt zeige ich euch mal was. Also wie ihr sehen könnt, der Schalter ist definitiv aus, sprich in der Umstellung ist er aus. Aber jetzt schaut euch mal an, der Kompressor hat immer noch übelst viel Druck. Um ehrlich zu sein, ich glaube, der hat noch genau denselben Druck, wie ich ihn verlassen habe. Denn ich habe zum Schluss noch mal ein bisschen was abgeblasen. Das heißt, der war nicht mehr ganz voll und ganz ehrlich, nach einer Woche, selbst wenn er was verliert, das ist ja dann so wenig. Also richtig, richtig cool. Das finde ich mega nice. Das heißt, wir können dann hergehen. Schauen wir mal, ob er anspringt, ob er es überhaupt braucht. Nicht mal. Aber wir können hergehen, zack, Schalter an. Und wenn wir Luft brauchen, wir haben jetzt endlich Druckluft bei uns in der Werkstatt. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenerfolg. Und ja, schade, dass die Tonne nicht da ist. Weil sonst würde ich mit Absauganlage heute weitermachen. Da ich aber heute bloß bis um 6:30 Zeit habe und es schon fast 6 ist, ja, ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich hier bin. Egal, ein bisschen was möchte ich trotzdem machen. Und zwar, wir fangen auf jeden Fall an, die Rohre, sprich ich räume den Tisch hier weg. Ich fange an, die Rohre schon mal so grob hinzulegen und einfach mal alles schon zusammenstecken, die ganzen Dichtungsgummis mal raus. Und ja, das Blöde ist wirklich, ich muss eigentlich von hinten aus anfangen, sprich erst, wenn ich dieses Fass habe, weiß ich, wo das Ding hinkommt. Und erst wenn ich das eben habe, können wir anfangen mit der Absauganlage. Aber naja, es wird schon irgendwie werden. Irgendwas findet man mit sehr zu tun. So Leute, damit wir wenigstens irgendwas gemacht haben, möchte ich ganz gerne noch schnell hier was für meine Wasserwaage bauen. Ich habe jetzt gerade eben hier das Teil, das wir so rüber gehabt haben, das für ganz verbrannt ist, hergeschnitten. Und wir werden dann einfach dieses Teil hier da drauf leimen und dann abschneiden, schätze ich mal. Und dann können wir hier unsere Wasserwaage drauflegen oder draufhängen. Ich kann mir überlegen, weil hier würden theoretisch auch zwei Wasserwaagen draufpassen und irgendwann möchte ich ja auch mal noch eine Länge haben. Aber ich denke mir auch, wenn sie noch länger ist, dann passt sie ohnehin hier nicht mehr her. Dann könnte ich zwar die French Kleeband erweitern, aber nur in die Mitte, dafür ist es mir eigentlich zu viel Platz verschwendet. Aber irgendwas daneben noch hängen, eigentlich auch nicht wirklich so möglich. Haben wir fast auch nicht hin. Ich glaube wirklich, dass wir das eher machen, für falls wir noch eine zweite Wasserwaage haben, dann bekommen wir die daneben. Dann haben wir hier quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Machen wir das Ding einfach hier ein bisschen länger, würde ich sagen. Wir hier unseren Winkel. Das ist ein gutes Maß, die Wasserwaage sind das für eine 60er. Und die 60er, die würde dann hier nur noch herpassen. Das heißt mindestens noch da oben. Dann machen wir sie einfach mal auf. Ja, machen wir es einfach ein bisschen länger, würde ich sagen. Also nicht, ist 80 macht das Sinn. Dann würde es da oben drin haben. Ja, 80 glaube ich macht Sinn. Und dann können wir eben noch eine längere, können wir dann da eben auch noch ganz gut dazu packen. Das heißt, wir schneiden das Ding hier ab, leimen das da drauf und dann machen wir einfach da, wo die Wasserwaage dann später hängen soll. Und das jetzt hier so ungefähr die Hälfte ist und dann kommt hier noch eine her. Ja, ich glaube, das passt schon. Und dann hängen wir die eben hier mit drauf. Schauen wir mal. Genau, perfekt. Schneiden wir das Ding schnell ab. Dann können wir das eben da reinnehmen. Und wir legen einfach das andere Brett da unten mit drauf. Das können wir dann später noch abschneiden. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das leimen wir da einfach hin. Oder sollen wir es doch gleich abschneiden? Ja, ich glaube, wir schneiden es gleich ab. War schief und krumm, aber egal. So, und dann können wir das da drauf leimen. Schauen wir mal, eine neue Info. Aber hier, perfekt.
Wunderbar. Und ich weiß nicht, entweder drehen wir einfach nur eine Schraube rein, die dafür geeignet ist, oder wir nehmen einen Nagel oder sowas, weil so einen dünnen Holzstift, sowas dünnes habe ich dann nicht. Boah. Von dem her glaube ich, tut so eine Schraube, die passt da perfekt drauf. Und wenn wir die ein bisschen reinschrauben, dann hängt das Ding da auch halbwegs gut drauf. Das heißt, wir schrauben das zuerst sogar rein. Da bohren wir jetzt mal nicht vor. Da müsste sich eigentlich so auch ausgehen. Auch gar nicht, dass es durchkommt. Schauen wir mal so, dass es halt hält. Ja, jetzt wird es gerade erst anfangen zum Durchgehen. Das heißt, hier können wir dann unsere Wasserwaage draufhängen und dann hängt das Ding da auch schon drauf. Und wie gesagt, wir können dann ohne weiteres noch eine zweite daneben setzen. Das heißt, das wäre relativ easy. Nehmen wir hier noch ein bisschen am Bic. Schmieren das Bic da drauf. So, nehmen wieder was zum Verteilen hier. So, ich weiß nicht, war das fast zu wenig? I don't know. Das müsste reichen. Dann nehmen wir das und dann kleben wir das da einfach so drauf. Ein gutes Gamma. So Leute, und da bin ich wieder, ja, ein Bierchen später. Diesmal habe ich leider keine Cutscene sozusagen aufgenommen, wo wir das Bierchen öffnen. Es gibt aber was Gutes, denn der Kleber ist mittlerweile trocken und wir sehen, wir haben jetzt eine Halterung für die Wasserwaage. Und ihr seht aber auch, das Ding hängt doch schief, oder? Ja, das stimmt. Und das liegt daran, nicht weil ich jetzt etwa irgendwie hier das schief aufgehangen habe, sondern wenn wir das Ding jetzt nämlich einfach mal umdrehen und wieder hinlegen, dann seht ihr. Dann hängt das Ding einfach in die andere Richtung. Das liegt ziemlich sicher daran, dass halt einfach ein dickeres Aluprofil hier auf der rechten Seite ist, also auf der linken Seite. Noch dazu haben wir oben hier eben die Bälle, die Aussparung dafür. Und dann ist einfach das Bohrloch nicht genau mittig oder halt nicht vom Schwerpunkt mittig. Und deswegen hängt das Ding ein bisschen schief. Aber ganz ehrlich, das stört mich nicht. Ansonsten ist das Ding eben gut dort. Wir können es relativ easy hier einhängen. Und ja, dann hängt es halt dort, und wenn wir eben noch eine längere Wasserwaage haben, dann ist es glaube ich auch ganz okay, dass die dann daneben steht. Und von dem her bin ich ganz froh, dass wir das jetzt eben soweit erledigt haben. Das Video wird hier relativ kurz sein und auch nicht so wie gewohnt. Das liegt eben daran, dass sich momentan alles ein bisschen im Stress befindet, unter anderem eben durch Corona. Nächste Woche habe ich aber frei. Was mich halt so ultra mega abfuckt, ist halt eigentlich die Tatsache wegen der Tischkreissäge. Ja, ich habe sie damals für 600 Euro gekauft, dann habe ich sie für 300 Euro gesehen, dann habe ich sie gesagt, okay, ich schicke sie zurück und kaufe sie mir nochmal neu. Dann haben die Säcke das storniert, habe keine neue bekommen, hatte aber meine alte schon zurückgeschickt. Jetzt aktuell kostet das Ding wieder 798 Euro, sprich 200 Euro mehr, als ich damals bezahlt habe, durch die Corona-Krise halt. Von dem her ist es echt richtig, richtig bitter. Und ja, keine Ahnung, wann wir da wieder eine neue Tischkreissäge haben. Aktuell ist es auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Und in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen trotzdem. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, beim nächsten Video sind wir dann soweit, dass wir eben die Absauganlage weiter fortsetzen können. Und in diesem Sinne, bis dahin. Tschaußen!